Wir starten nun mit der Behandlung von Schnittgrößen, und zwar vorerst so, dass wir uns die Schnittgrößen an bestimmten Stellen wie hier C und D ansehen möchten. Wir haben es mit einem Balken zu tun, der links in A in einem Festlager gelagert ist, sowie B auf einem Rollenlager liegt. In Punkt C gibt es eine Last P, wobei der Punkt C allerdings unmittelbar rechts, also infinitesimal rechts, der Last P liegt. Last und äußeres Moment M sowie die Längen sind natürlich gegeben. Wir wählen in einem solchen Fall das Koordinatensystem so, dass die x-Achse nach rechts, die y-Achse aus der Blattebene heraus und die z-Achse nach unten positiv festgelegt sind. Aufgabe 29 ist so eine Überleitungsaufgabe. Eine Aufgabe, wo ich alle die abholen möchte gerne, die das Prinzip aus der HTL kennen und die wissen, dass man schneiden kann an bestimmten vorgegebenen Punkten. Das ist aber, habe ich schon mal vorher gesagt, ein Spezialfall. Die eigentlichen Schnittgrößen, die decken das natürlich mit ab, sind aber mehr. Ab jetzt, zumindest was alle Schnittgrößen betrifft, ist das Koordinatensystem so wie in der Theorieskizze. X nach rechts, Z nach unten, dann ist Y hier aus der Tafelebene heraus und dann haben wir die gleiche positive Drehrichtung wie im anderen XY-System. Dann, was uns nicht erspart bleibt bei keinem dieser Beispiele, ist Auflagerreaktionen berechnen. Die brauchen wir vorher. Freikörperbild also für das gesamte System. A ist ein zweiwertiges Lager, ein Festlager, AZ und AX. Dann haben wir irgendwo hier die Einzellast P und B ist ein einwertiges Lager und da haben wir ein externes Moment eingeleitet, M. Die Abstände sind L und 2L da drüben, weil der Punkt D, der interessiert uns momentan noch nicht. Wir wollen ja nur die Auflager berechnen. So, dann machen wir eine Momentenbilanz um A, positiv im Koordinatensystem. Wie schaut die aus? Minus P mal L liefert einen Beitrag, plus BZ mal 3L und plus das externe Moment M liefert einen Beitrag, ist 0. Daraus kann man direkt die Auflagerkraft BZ ausrechnen. Die ist nämlich 1 durch 3L, P mal L minus M. Da kommt minus 4 kN raus. Dann in Z-Richtung, also in Vertikalrichtung, noch das Kräftegleichgewicht, um das AZ auszurechnen. Dann haben wir nämlich minus AZ plus P minus BZ ist 0. Und daraus folgt das AZ, das ist P minus BZ und das sind 12 kN. Und aus dem Gleichgewicht in X-Richtung, der Vollständigkeit halber, da gibt es nur AX, das ist natürlich 0. So viel kennen wir schon. Jetzt schreibe ich sicherheitshalber da noch einmal her. Wir betrachten in dem Fall jetzt Schnittgrößen an fixen Punkten. Und wir schauen uns das Segment zwischen A und C an, da oben. Also genau das Segment AC in dem Fall, wenn man an C schneiden soll. Und zeichnen dafür Freikörperbild. Jetzt mache ich alle bekannten Kräfte in irgendeinem bräunlichen Gelb, AZ, AX und P. Laut Angabe, das muss man natürlich auch immer schauen, ist die Kraft P eingeleitet unmittelbar links von C. Das heißt, wir haben am Segment AC die Last P. Und dann, wenn man hier durchschneidet, machen wir so einen Schnitt und den Punkt C da. Was ist das für ein Schnittufer, wenn die Laufvariable da von links startet? Positiv. Genau. Das heißt, wir haben in unserem Koordinatensystem die Querkraft nach unten, Q
QC, die Normalkraft nach rechts und das Moment, Schnittmoment gegen den Uhrzeigersinn. Alle positiv im Koordinatensystem. Ja? Positives Schnittufer schreibe ich dann nur her. Das machen wir jetzt am Anfang immer, dass wir schauen, was ist das und schreiben das dazu. So, und dann? Ja, dann ist keine Hexerei mehr, wenn man das hat. Dann gelten die ganz gleichen Gleichgewichtsbedingungen wie beim Auflagerrechnen. Dann schreiben Sie einfach für dieses Teilsystem die Gleichgewichtsbedingungen hin. Und das war's. Mehr ist nicht dahinter. Weil wir wissen ja schon, wir haben ja bei den Fachwerken diskutiert und auch bei den Gerberträgern, jedes Teilsystem muss im Gleichgewicht sein. Auch hier natürlich, egal wo Sie schneiden, das ist ja genau der Sinn der Schnittgrößen, die müssen sicherstellen, dass das System in jedem Teil im Gleichgewicht ist. Wir machen hier das Gleichgewicht für das Teilsystem. Wir machen wieder X-Richtung, positiv nach rechts, dann haben wir NC plus AX. AX war schon 0, naja, dann muss NC auch 0 sein. Das kann man für den ganzen Träger gleich so sagen, weil das setzt sich natürlich fort, wenn die Lagerreaktion schon 0 ist. Dann in Z-Richtung, wieder von links beginnend, minus AZ plus P plus QC ist 0. Damit ist QC bestimmt, AZ minus P, das sind 4 kN. Und das Moment im Schnittpunkt. Sollte man das Moment machen, sinnvollerweise. Dann haben wir hier einmal minus AZ mal L und alles andere geht durch den Schnittpunkt, bleibt nur mehr MC als Schnittmoment über. Und damit ist MC AZ mal L und das sind 24 kN. So, das ist der Punkt C und für den Punkt D mache ich das andere Segment von der anderen Seite, allerdings natürlich mit dem gleichen Koordinatensystem, dann haben wir negatives Schnittufer. Dann haben wir das auch gleich. Da ist B, die bekannten Größen wieder gelblich, BZ, das äußere Moment M, da ist der Punkt D, dann ist hier also das steht jetzt da oben auch nicht drinnen. Dieses X bis C ist in dem Fall natürlich noch L als Ganzes. Und auch hier, ich zeichne es gleich so ein, ist das L und X kommt nach wie vor von links. Dann haben wir wieder positive X-Richtung, ist natürlich sofort ND gleich 0. Da gibt es überhaupt nichts anderes in Horizontalrichtung, also ist es sofort 0. Nach unten positiv, Schnittufer müssen wir noch freimachen, negative Richtung, so, alles negativ und da sieht man auch, wo das ND herkommt und dann nach unten gibt es natürlich, wenn wir positiv gehen, minus QD, minus BZ ist 0, damit ist QD minus BZ. BZ war aber minus 4 kN, also ist QD plus 4 kN. Und das Moment wieder um das Schnittufer. Da haben wir einerseits natürlich das Schnittmoment minus MD. Dagegen wirkt das M von außen und in die gleiche Richtung BZ mal L. Das ist wiederum 0. Daraus folgt das MD. M plus BZ mal L ist, also 32 kN. So, und dann haben wir alles ausgerechnet, was gefordert war.